Investor bei Lautern in Sicht, der HSV bleibt der HSV und in Dresden gehen die Zweitliga-Lichter aus. Das ist die Themen des Tages. Mein Name ist Nico. Herzlich willkommen. Nee, das habe ich gerade eben schon gesagt. Mein Name ist Nico. Los geht's. Der FC Kaiserslautern hat nach Antrag auf Planinsolvenz einen Investor in Aussicht. Das zumindest sagt Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Wilhelm beim SWR. Es gibt einen Investor, der bereit ist, signifikant zu investieren. Es gibt ein verbindliches Angebot, das der Verein annehmen kann. Dieser Investor hat langfristiges Ziel, den FCK wieder dorthin zu führen, wo er herkam. Alle potenziellen Investoren haben immer klargemacht, dass keiner bereit ist, 25 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, um alle Verbindlichkeiten zu bezahlen. Die Bedingungen sind knallhart formuliert, der Investor zahlt keine Altschulden. Das neue Geld soll also nur genutzt werden, um neue Ziele zu erreichen. Der FCK damit mit gefühlt dem 15. Investor in den letzten 5 Jahren. Schön ist das alles bei Lautern nicht. Tja, wenn es den Verein irgendwie rettet, dann bitte. Trotz eines riesigen, harten Kampfes von Dynamo Dresden hat die Mannschaft von Markus Kauczynski kaum noch eine Chance, den Klassenerhalt in der Liga 2 zu schaffen. Ehrlich gesagt ist man eigentlich abgestiegen und das Ganze trotz eines eigenen Siegs und nur wegen eines Last-Minute-Ausgleichs in Bielefeld gegen Karlsruhe. Damit steht Dynamo also vor dem letzten Spieltag 3 Punkte hinter Karlsruhe und hat außerdem das deutlich schlechtere Torverhältnis. Es gibt eigentlich keine Aussicht mehr auf Rettung. Es war eine solche Saison bei Dynamo Dresden, Trainerwechsel, dann die ganze Corona-Geschichte. Es war absolut keine schöne Saison, es ist ein Rückschlag für den Fußball im Osten. Und ich persönlich hoffe wirklich sehr, dass Dynamo bald zurückkommt in Liga 2 und irgendwann auch mal in Liga 1 spielt. Ja, kommt einfach stärker zurück. Schade drum. Der HSV, man weiß wirklich nicht, wie man diesen Verein noch beschreiben soll. Im Aufstiegskracher, im Duell mit Heidenheim, wo man mit einem Sieg alles hätte klar machen können und deswegen den Aufstieg mehr oder weniger eintüten kann, führt man bis zur 80. Minute 1:0 und kassiert dann 2 späte Tore, das letzte in der 95. Minute zur Niederlage und damit ist der Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Wir hätten längst durch sein sollen, so die Worte von Dieter Hecking nach dem Spiel gegenüber Sky. Ja, und diese Aussage trifft nicht nur auf das Spiel gestern zu, sondern auf die ganzen letzten Wochen des HSV. Es war das 4. Spiel, in dem der HSV Punkte in den letzten Minuten hat liegen lassen. Dramatisch, dramatisch. Und durch den Treffer hat natürlich Heidenheim, man muss ja auch ganz klar sagen, ey, Chapeau an Heidenheim, so eine Moral zu beweisen, jetzt alles selbst in der Hand, was die Relegation betrifft. Und dafür muss Heidenheim am letzten Spieltag einfach nur gegen Bielefeld gewinnen. Und Bielefeld ist ja schon durch und ich unterstelle hier niemandem irgendwas. Ich sage nur, wenn du einen Bielefelder fragst, wenn ihr nächstes Jahr in Liga 1 spielt, habt ihr dann lieber den HSV als Konkurrent gegen den Abstieg oder Heidenheim, dann würden sie wahrscheinlich Heidenheim sagen. Das sage ich einfach nur. Und dann gehen natürlich Gratulationen raus an den VfB Stuttgart. Die Jungs mit dem Brustring sind zurück in Liga 1 dank eines 6:0 gegen Nürnberg. Und ja, des späten Gegentors für den HSV ist der Stuttgarter VfB jetzt durch. Gut, nicht ganz durch. Ich glaube, man könnte noch 0:15 verlieren und Heidenheim gewinnt, dann könnte man noch auf den Relegationsplatz fallen. Das ist aber auch schon alles. Der Aufstieg ist so gut wie sicher. Sehr schön, lieber VfB. Willkommen zurück. Ihr habt gefehlt. Laut dem Kicker verdichten sich die Anzeichen, dass Rafa Ginkiewicz, der Torwart von Union Berlin, in der Bundesliga bleibt. Und wo könnte er hingehen? Es gibt da einen Verein, der dringend einen Torhüter braucht. Und das ist der FC Augsburg. Und scheinbar sind der 32-jährige Pole und Augsburg sich weitestgehend einig. Ginkiewicz hatte vor kurzem gesagt, er will auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben. Passt für die Faust aufs Auge. Birger Verstraat, der vor der Saison von KA-Agenten nach Köln gewechselt war, um dort im Mittelfeld für Verstärkung zu sorgen, wird den Verein höchstwahrscheinlich verlassen und zwar in Richtung Royal Antwerpen, dem belgischen Erstligisten. Verstraat stand im Jahr 2020 nicht mal mehr im Kader bei Markus Gisdol und das, nachdem am Anfang der Saison sogar zumindest teilweise gesetzt war. Der Transfer ist höchstwahrscheinlich eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht. Beim Thema Marc Uth gibt es nichts Neues in Köln. Nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt äußerte sich der Stürmer und sagt, er kann sich absolut vorstellen, in Köln zu bleiben. Jetzt muss man mal schauen, wie es sich entwickelt. Wir wissen alle, Schalke hat eine festgeschriebene... Köln hat eine festgeschriebene Klausel, wenn sie ihn verpflichten wollen, für 10 Millionen Euro von Schalke 04. Schalke braucht jeden Cent, werden da kaum runtergehen. Mal gucken, ob sich die Vereine einigen können. Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat die Tabellenführung in La Liga übernommen. Barcelona hatte ja am Freitagabend 0:0 gegen Sevilla gespielt und ja, Real hat es ausgenutzt. 2:1 Sieg gegen Real Sociedad und damit Erster in La Liga und ich sag's mal so, wenn ihr euch die Tore nochmal anschaut, die waren alle zumindest mal unumstritten oder nicht unumstritten. Der Videobeweis musste eingreifen und hat im Zweifel entschieden für Real Madrid. Und während in Spanien beim Videobeweis ganz genau hingeschaut wird, solltet ihr auf unserem Kanal ganz genau hinschauen. In den nächsten 7 Tagen wird hier einiges passieren, Freunde. Vielleicht hier, vielleicht im Community Tab, vielleicht in der OneFootball App. Passt einfach auf, haltet die Augen offen und habt noch einen schönen Montag.
Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen verhaspelt unterwegs war. Um 15 Uhr heute, wie immer, der Bundesliga-Rückblick mit Flo und Niklas und mir. Bis dahin, viel Spaß.